Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Thema heute: Epilepsie bei Kindern. Und als Experten haben wir Herrn Dr. Lindmeier. Er ist Kinderarzt und Neuropädiater. Herr Dr. Lindmeier, ist eine Epilepsie genetisch bedingt? Es gibt sehr viele genetisch bedingte Epilepsiesyndrome. Und es gibt aber auch Epilepsien, die durch Vorschädigung des Gehirns, zum Beispiel Sauerstoffmangel nach der Geburt, aber auch Verletzungen, jede Veränderung des normalen sechsschichtigen Aufbaus der Großhirnrinde kann ein Auslöser für Epilepsien sein. Aber nicht immer nur ein Erbfaktor? Nein, nein. Auch äußere Einflüsse, Schädigungen. Wie kann ein epileptischer Anfall ausgelöst werden? Also zum einen braucht es eine Instabilität der Hirnzellen, die zum Beispiel genetisch bedingt sein kann oder durch Verletzungen oder Schädigungen. Und dann gibt es noch Auslöser, die dann Anfälle begünstigen. Ganz klassisch zum Beispiel Schlafmangel. Prinzipiell kann aber bei jedem Gehirn, bei jedem Menschen ein Krampfanfall auftreten. Man muss nur die Bedingungen dafür schaffen. Ja, gibt es bei Kindern ja noch die Fieberkrämpfe. Was ist das eigentlich? Genau. Ist das eine Epilepsie? Die Fieberkrämpfe gelten als Gelegenheitskrämpfe, sind keine Epilepsie. Bis zum 6. Lebensjahr ist das Gehirn in der Reifephase noch natürlicherweise etwas instabiler. Und dann reicht ein schneller Fieberanstieg oder auch mal Fieberabfall aus, dass ein Gehirn krampft, dass ein Kind dann einen richtig generalisierten Anfall mit Zuckungen, blauen Lippen, Einnässen und allem bekommt. Also in der Erwachsenenmedizin ist ja die Epilepsie Aura, Zungenbiss, Urinabgang, Stuhlabgang, Krampf, muskeltonischer, also tonischer, klonischer Krampf, Krampfanfall. Muss das immer so sein bei Kindern? Nein, es gibt auch ganz andere Formen der Anfälle. Wir hatten im ersten Beitrag schon die Absorzen gehabt, die einfach nur mit einem kurzen Innehalten, vielleicht einem kleinen starren Blick, ein klein bisschen so Nesteln oder auch Schmatzen einhergehen, ganz klassisch. Ja, dann gibt es die psychomotorischen Anfälle, von denen wir Neuropädiater dann immer sagen, dass eine szenische Ausgestaltung stattfinden kann. Ich hatte mal eine Patientin, die ist mit ihrer Mutter im Supermarkt gewesen, am Kühlregal entlang gelaufen und plötzlich ist die ans Kühlregal gegangen und hat der Mutter den ganzen Einkaufswagen mit allen möglichen Sachen randvoll gemacht. Dann läuft sie noch zweimal hin und her, dann guckt sie ihre Mutter an und sagt: Sag mal, Mama, was kaufst du denn heute ein? Hatte die einen kurzen psychomotorischen Anfall und mit szenischer Ausgestaltung, indem sie diese Tätigkeiten ausübte. Wie kann man denn eine Epilepsie behandeln? Aber man versucht, ein passendes Medikament zu finden zu der Epilepsie, sozusagen das Schlüssel-Schloss-Prinzip. Es gibt aber auch noch andere Formen der Therapie, zum Beispiel über eine Reizstimulation des Nervus vagus, der in das Hirn führt, den man rhythmisch reizt. Und das führt zu einer Stabilisierung des Gehirns und zur Reduktion der Anfälle. Auch eine ketogene Diät, eine spezielle zuckerarme Diät ist hier eine Therapie. Aber auch wichtig ist eben eine möglichst geregelte Lebensführung. Also dazu gehört regelmäßiger Schlaf, Essen und Trinken, alles so möglichst geordnet. Dürfen Epileptiker, Kinder, dürfen die Sport treiben? Ja, natürlich, die dürfen Sport treiben. Es gibt sicherlich gewisse Phasen, in der die Epilepsie nicht stabil eingestellt ist, wo bestimmte Sportarten dann nicht so geeignet sind. Also an Sportarten, wo man tief stürzen kann beispielsweise. Auch Schwimmen ist nicht in jeder Phase unproblematisch. Zumindest braucht es da dann eine Aufsicht. Nun sind das ja Kinder, bei denen das alles stattfindet. Was passiert dann im Laufe des Lebens? Kann so eine Epilepsie verschwinden? Ja, es gibt sehr gutartige Epilepsiesyndrome. Beispielsweise die Absence-Epilepsie im Schulalter. Aber auch andere Epilepsie-Syndrome und Phänomene können ganz gut ausheilen oder sich auch stabilisieren. Oft findet die Epilepsie dann auch im Erwachsenenalter langsam etwas Ruhe und ist dann auch im Laufe der Jahre gut eingestellt, sodass also Kinder, die viele Anfälle haben, durchaus im Erwachsenenalter auch als anfallsfrei
gelten können. Dann dürfen die zum Beispiel auch Auto fahren. Wäre jetzt eine Frage gewesen. Ja. Also man darf dann auch diese Kinder, diese jungen Erwachsenen, ja, dann auch, ja, den Führerschein machen lassen und, ja, sie sind genau solche wichtigen Verkehrsteilnehmer. Genau, das ist auch bei uns in der Epilepsie-Sprechstunde dann auch natürlich schon immer ein Thema, so ab dem 14., 15. Lebensjahr, weil ja so eine zweijährige Anfallsfreiheit notwendig ist und die jungen Leute dürfen ja schon ab 16 und Steuer. Vielen Dank, Herr Dr. Lindmeier. Das waren doch noch positive Ausblicke. Also, meine sehr geehrten Herren, vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Da können Sie diese Sendungen alle nochmal nachverfolgen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.